jetzt überlegt, der Mephisto aus dem Faust würde unsere Wirtschaftsordnung, unsere Gesetze schreiben dürfen. Ja, was wird denn der machen? Der ist ja nicht so wirklich der Good Guy, ja? Nicht so der Gute. Und er sagt im Teil 2 vom Faust, im 5. Akt, ihr wisst, wie wir in tief verruchten Stunden Vernichtung sannen, menschlichem Geschlecht. Also der will nichts, das wirklich Gute. Und jetzt ist dieses Menschenpack, wie er uns ja bezeichnet, sagt, die haben ja diesen großartigen Geist, immer mehr neue Maschinen. Wir müssten ja eigentlich gar nicht mehr so viel arbeiten, wie wir tun. Wie schaffe ich es jetzt, dass die diese Früchte ihres Geistes, ihrer Arbeit, ihrer Tüchtigkeit, wie, dass sie die nicht ernten? Und wenn ich jetzt so überlege, ich werde Mephisto, würde ich sagen, naja, ich mache so eine Eigentumsordnung ohne Limit, mache Zinseszins und dann haben sie alle 70 Jahre einen Mordscrash. Ja? Schlagen sich die Köpfe ein im Land oder untereinander oder gegeneinander. Warum arbeiten wir heute 40-Stunden-Woche, was wir vor 40 Jahren auch schon gemacht haben? Und um den Lebensstandard von unseren Eltern oder Großeltern zu haben, müssten wir maximal 10, 15, 20 Stunden heute arbeiten. Weil die Maschinen sind heute so gut, wenn man sich fragt, wieso arbeiten wir mehr als 20 Wochenstunden? Und wenn man jetzt unter Mephisto-Gesichtspunkten das denkt, da beraube ich die Menschen auch ihrer Früchte. Die Früchte ihrer Arbeit nehme ich ihnen weg. Dann haben sie nichts davon. Müssen sie dauernd arbeiten, arbeiten, homo faber und wunderbar gelungen aus jetzt Mephisto-Sicht. Dann muss ich schauen, dass so wirkliche Alternativen zur Marktwirtschaft, wie wir es heute haben, zum Kapitalismus, Sozialismus oder Christentum, muss ich schauen, dass ich die diskreditiere, dass ich die als Ansatz sage, das ist ein Schmarrn. Was in Griechenland passiert ist, durch den Beitritt zur EU, das war so kurz nach der Diktatur in Griechenland, dann durch den Beitritt zum Euroraum, das ist ein märchenhafter Reichtum. So reich war das griechische Volk noch nie. Also Häuser, Autos, Handys, alles. So reich war das Volk noch nie. Also ein märchenhafter ökonomischer Aufschwung. Was in diesen 30 Jahren an Gastfreundschaft, an Mitmenschlichkeit, an Brüderlichkeit, an Religiosität zerstört worden ist, dieses März unter 400 Jahren Türkenherrschaft. Warum berichtet Fernsehen und Zeitung eigentlich andere Dinge, als was ich Ihnen hier erzähle? Da war dieses Jahr im Frühling, ist in Spanien so einer der wichtigsten Plätze von Spanien, der Plaza del Sol, im Herzen von Madrid, aus dem ganz viel Strömungen hervorgegangen sind, sei es von den Königen, sei es von der Republik, das ist also ein bisschen das Herz von Spanien, von Madrid. Der ist dieses Jahr früher umbenannt worden von Plaza del Sol in Vodafone Sol. Das sind die zwei großen Tageszeitungen, El País und El Mundo, die haben das nicht kommentiert. Die haben geschrieben, so ist es. Und dann geschwiegen. Warum? Den Zeitungen geht schlecht, wie den meisten Spaniern momentan. Vodafone ist ein ganz großer Anzeigenkunde. Da schweigen wir stille, weil sonst entziehen die die Inserate und haben ein Problem. Also, Maulkorb-Erlass über Werbeeinnahmen. Ja, und die deutschen Zeitungen sind zu 2/3 aus Werbung finanziert. Und das zweite ist, zur Meinungsfreiheit, wem gehören die Sender, wem gehören die Zeitungen? Und wenn wir da mal schauen, wem gehört Spiegel und Zeit, das sind eigentlich relativ wenige Familien in Deutschland. Ja, Frau Springer, gegen Springerpresse regieren ist schwer in unserem Land. Bildzeitung und was dazugehört. Dann gibt es so Bertelsmann, Mohns, gibt es so ein paar Familien, so Familiendynastien, die einen ordentlichen Teil der Presse haben. Dann gibt es ein paar kleinere. Und wenn Sie die großen Fernsehsender anschauen, die sind auch in Hand von relativ wenigen Familien. Also sind eigentlich nicht sehr viele, denen die gehören und die damit sehr, sehr hohe Gewinne machen im Schnitt. Ja, es gibt immer Zeitungen, die pleite gehen, keine Frage. Das heißt, die, die dahinter stehen, die kriegen ständig diese Rentenzahlungen mit ab. Ja, die gewinnen und die wollen das nicht unbedingt in der Zeitung lesen. Die sagen, wer ist der Chefredakteur? Das lesen wir nicht und der Chefredakteur ernennt die Redakteure und nichts gegen die einzelnen Redakteure. Ja? Aber wenn ich was Unliebsames schreibe, ach, das veröffentlichen wir jetzt heute nicht und morgen zufällig auch nicht und die nächste Woche auch nicht. Und dann kriegen wir also in unserer Presselandschaft eigentlich so eine Schräge. Das ist jetzt nicht die Unwahrheit, ja, aber manche Dinge lesen wir einfach nicht. Und wenn wir glauben, wir werden objektiv informiert in unseren Medien, ist das einfach falsch. Und wir werden relativ subjektiv informiert. Und das Problem ist, um Wissenschaftler zu werden in der Ökonomie, da muss man veröffentlichen in einem von ungefähr 70 führenden Journalen. Diese 70 führenden Journale, die sind alle englischsprachig. Und die unterliegen alle ganz bestimmten Grundannahmen. Das sind ganz wenige, 4, 5 Grundannahmen, auf denen alle unsere Ökonomiemodelle aufgebaut sind. Ja, die erste Grundannahme ist, unbegrenztes Eigentum an Grund und Boden ist gut, richtig und wichtig. Zweitens, Zinseszins ist gut, richtig und wichtig. Und dann kommen noch so ein paar andere, sind ganz wenige. Also wer sagt, ich finde Zinseszins problematisch, wird veröffentlicht nicht, wird nicht Doktor, wird es zunehmend, wird es auch auf die Doktorebene verlagert, wird nicht Professor. Wer sagt, ich finde es ein Unrecht oder falsch,
Ist ja schön, deine Meinung, aber du wirst kein Wissenschaftler. Das ist in der ganzen westlichen Welt. Das ist alles auf diesen Axiomen aufgebaut und wer dagegen was sagt, das ist eigentlich ein Spinner. Und das Tragische ist, wenn sie an diese Sachen glauben, dann sehen sie bestimmte Sachen nicht, die in der Wirklichkeit ablaufen. Dann glauben sie, dass das funktioniert, das Modell, und auf einmal bricht es zusammen und sagt, was ist jetzt eigentlich passiert? Sie verstehen es nicht. Was wir in den Hörsälen so unterrichten, hat 0,0 zu tun mit der Finanzkrise draußen. Alle waren sehr ahnungslos dargestellt. Oh, da waren wir jetzt aber sehr überrascht. Also, das Tragische ist, wenn Sie in diesem System glauben, das ist wie wenn Sie eine Brücke oder Maschine bauen und das auf die falschen Berechnungen, die bricht zusammen, die hält nicht. Die kann eine ganze Weile laufen, aber zum entscheidenden Punkt bricht sie zusammen. Und so sind unsere gesamten ökonomischen Modelle, die sind alle 4, 5 Axiome aufgebaut. Und wenn die falsch sind, stimmen die ganzen Modelle nicht. Und in meinen Augen sind sie nicht nur falsch, sondern hochgradig schädlich. Also im Prinzip wäre das total einfach. Sowohl die Krise in Griechenland wie in Spanien, sagen wir mal, ökonomisch gesehen. Das Materialistische, das bleibt. Ja. Das ist die Seelenfrage von Mephisto. In den letzten 30 Jahren ja so Umverteilung von unten nach oben gehabt, von fleißig nach reich, von denen, die arbeiten, zu denen, die nicht arbeiten. Braucht man jetzt eigentlich nur andersrum machen, ein kleines bisschen von oben abschmelzen und wieder nach unten geben. Also die Einkommensteuer für die kleinen Leute sinken und dafür eine Vermögensabgabe ab Grundstücksbesitz, wo man nicht selber bearbeitet, nicht selber bewohnt, wo man nur die Hand aufhält, sagt man 3% Vermögensabgabe. Also ich rede jetzt nur von Großgrundbesitz. Nicht wo man selber drin wohnt und selber beackert, sondern wo man nur die Hand aufhält. Weil die haben die letzten 30 Jahre enorme Wertzuwächse gehabt, für nichts. Kann man auch für nichts wieder ganz vorsichtig wegnehmen. Aber nicht wie Stalin mit 10 Millionen Kulakenmorde, sondern ganz vorsichtig eine Vermögensteuer einführen. Das kann man auf Grund und Boden und Immobilien machen, das kann man auf Unternehmensbesitz machen, zum Beispiel Familie Quandt. Ja, das ist ja nicht wirklich gerechtfertigt. Familie Quandt verdient so viel wie 20.000 Arbeitnehmer von BMW pro Jahr. Sag mal, also, die sollen vielleicht ein bisschen was von diesen Aktien abnehmen, von diesen Vermögen. Das heißt, wenn wir jetzt von oben das runternehmen, dann ist die Konjunkturkrise vorbei. In den USA, selbst in Spanien, selbst in Griechenland. Und wir bräuchten auch ein anderes Geldsystem. Wäre möglich. Also konjunkturell gesehen wäre es eigentlich total einfach, so eine Krise zu vermeiden. Diese dritte Fabrik, wo zu viel ist, können wir eigentlich ökonomisch einfach lösen. Aber da gibt es natürlich Interessen, die dagegen sind. Ja, weil das geht gegen die 1%, wie es das Stiglitz nennt, und die wehren sich. Das andere ist, viele wissen das nicht in der Bevölkerung. Und wenn es viele Leute wissen und es thematisieren, dann kann auch von unten raus ganz was Neues entstehen. Die Medien müsste man eigentlich anders organisieren. Ja, diese Eigentumsstrukturen an Medien sind eigentlich nicht sehr klug. Also müssen die Medienstruktur eigentlich völlig ändern. Werbung verbieten in den Medien. Die Eigentumsstruktur niemals gewinnen, sondern dass man so gemeinnützige Organisationen macht, die dann senden. Ja? Nicht unter Gewinnerzielungsabsicht. Das muss in zu schlimmen Auswirkungen führen. Das können wir nicht einzeln machen, da müssen wir uns Gesetze geben, ja? Regeln finden. Wir haben ganz viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Der durchschnittliche Haushalt hat ungefähr 10.000 Güter rumstehen. Wo kann ich auf Unnötiges verzichten? Wir werden weniger arbeiten und gleich viel Güter haben oder bessere Güter haben. Obwohl in den Zeitungen genau das Gegenteil steht, wenn es viele machen, oh je, haben wir diesen Keil, Wirtschaft kollabiert, das stimmt aber nicht. Wir können ganz andere Regeln machen, wie gehen wir mit der Arbeitszeit um. Ja? Wir können sagen, wir machen mehr Urlaubstage, wenn wir zu viel Produktion haben, werden ja viele happy. Also wo kann ich auf Unnötiges verzichten? Das zweite, Umgang mit Geld, wenn ich mir was erarbeitet habe und das anlege, wo lege ich es an? Da lesen wir manchmal, Ihr Geld arbeitet für Sie. Das ist aber nicht die Wahrheit. Ja, Geld kann nicht arbeiten. Kapital kann nicht arbeiten. Der Rasenmäher fährt nie allein. Die Maschine läuft nie von allein. Da sind immer mindestens Ingenieure dabei oder ein paar Arbeiter, die es warten. Das stimmt nicht. Das ist eine Unwahrheit. Es arbeiten immer andere Menschen für mich. Das heißt, je mehr ich an Rendite erwarte, egal auf welcher Ebene, umso mehr arbeiten andere für mich.